Weiter geht's bei Herr der Ringe Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Nächste Mission steht an, wir spielen die Unterwerfung Rudaurus. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sagen wir, starten rein und los geht's. Vor dem Hintergrund dieses aufziehenden Sturms fordert König Argeleb von Arthedain die Herrschaft über ganz Arnor. Während Cardolan einwilligt, kommt es in Rudor zu einem Aufstand der Hügelmenschen. Diese werden angeführt von Valda, einem Hügeltain in Diensten Angmars. Um den Aufstand niederzuschlagen, lässt Argeleb Valda gefangen nehmen und marschiert in Rudor ein. Doch darauf hat Angmar nur gewartet und besetzt das schwächste aller Königreiche der Dúnedain. Und so wird die Machtgier eines Einzelnen zur Chance für den Hexenkönig. Eine Chance, die er mit beiden Händen ergreift. Vor seiner Gefangennahme hat der Valda heimlich Anhänger um sich geschart. Selbst jetzt sind unsere Spione unter ihnen. Es gibt in dieser Gegend 4 Dörfer der Hügelmenschen. Wir müssen sie finden und all jene erschlagen, die gegen uns sind. Wenn wir Valda aus dem Vorposten im Süden befreien, bevor wir in den Dörfern Aufstände schüren, schließen sich uns mehr Hügelmenschen an. Der Hexenkönig ist hier und wir sind an seiner Seite. So Leute, los geht's. Meine die Geräusche, ich liebe es. Jetzt geht da hier. Befreit halt aus dem grauen Arnos. Okay. Werden wir machen. Da, der Feind. Attackieren! Kann man die? Nein, kann man nicht. So. Bringt es um? Geld einsammeln. Wir haben diese Kreaturen abschon aus den Häusern verjagt. Ausgezeichnet. Was haben wir denn da noch zu machen? Um das Geld? Die sind geflüchtet oder was? Die haben sich einfach geschlichen. Geht's mal da rüber. Ja, da müssen wir halt aufpassen. Ich würde ja. Warte mal, rennst du durch? Ja. Auch. So, und was ist, wenn man jetzt da den Turm zerstören? Und da auf die. Nicht meine! Nicht meine Dinger! Attackieren! So, ihr macht's bitte den Turm. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Und den Turm. So, die Bogenschützen. Holy. Die haben es schon drauf. Ja. Den Turm noch zerstören. Boah, das war aber. Also muss ich schon sagen, Feuerbogenschützen. Holy. Nehmen das ein, ihr holt das Gold. Wir sind die Herren der Wälder. Jetzt daher. Wer ist denn er überhaupt? Hört mir zu, ihr Magen. Ruhe, ihr Magen. Unsere Truppen haben das Geld gesichtet. Wir sind auf einen Rotmasten gestoßen. Auf in die Schlacht. Das Gebäude gehört ihr Magen, was euch gesagt wird. Komm. Das heißt, wir kriegen jetzt immer random einfach ein bisschen Geld dazu, ne? Zurück! Da attackieren! Aber wenigstens werden nur meine eigenen Gebäude, ne?
meine eigenen Truppen nicht attackiert, sondern nur die gegnerischen, das finde ich ganz cool. Sehr gut. Katapulte sind mega nice. Erst, was macht ihr da? Bewegt sich daher? Die sind faul. Die Dunkelheit wird siegen. Ich kenne die Nimm das ein. So. Alle werden sie vor der Eisenkrone Gehorcht. Die Geräusche sind so geil. Kommt her. Oh. Hört das dich Gebäude los. Gehört jetzt dem Hexenkönig. Ja. Das ist auch richtig so. Da ist er. So, weitergehen. Das haben wir eingenommen. Da weiter drauf gehen. Da kenne ich nichts. Gibt's da noch Türme irgendwo? Nee, gell. So, attackieren. Was tut's hier? Komm. Jetzt da drauf, tötet sie. Aber meine sind schon wieder stärker, ne? Wir kriegen auch tatsächlich immer mehr dazu. So, du nimmst das gleich ein, Hexenkönig. Und? Wette mit dir, wir müssen dann... Warte mal, wir kaufen sich zuerst was. Was gibt's denn da jetzt? Gefrorenes Land vereist einen Landstrich. Modifikationsführerschaft und Zauber aller verbündeten Einheiten. Rufe und befehlige mehrere Hornorks. Das will ich haben. Mehr Truppen ist immer gut. Geht's einmal nach vor. Das Gebäude gehört nun an. Sehr schön. Das Ende des Westens ist. Ja, es gehört mir. Da ist noch was. Wir ziehen in die Schlacht. Der Feind ist nicht weit. Das Ende Komm. Des Westens ist nah. Nach vor. Sie bombardieren uns. Schaut mal auch, wie die Bäume umfliegen. Das ist schon geil gemacht. Es gibt keine Wir sind die Herren der Wälder. Attackieren. Der Hexenkönig wird herrschen. So, macht das so. Perfekt. Wir haben's. Wir haben in diesem Dorf. Ja, Josh. Wir haben die anderen Hunde aus dem letzten Dorf. Die Hügelmenschen. Was ist denn jetzt los? Nun, da sich die Hügelmenschen gegen Arnor erhoben haben, wird es Zeit, Rudor niederzuwerfen. Jetzt trotzen uns nur noch die beiden Festungen im Westen. Alter Schwede. Unsere Zuchtmeister werden die aufständischen Hügelmenschen in die Schlacht führen. Baut einen Vorposten, hebt eine Armee aus und verheert das Land. Was ist er? Wie soll ich unserem Banner unterstellen? Schließt mit ihr was an. Ich befehlige die Leibeigenen. Ihr macht das, was gesagt wird. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Bruder Speerschleuder. Ich befehlige die Leibeigenen. Keine Ahnung. Ich mach das einfach mal so, aber ich finde das geil. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Dann würde ich ja tatsächlich sagen, wir bauen unsere Festung da auf. Weil das bringt ja da nichts. Wir bauen da zwei Festungen hier. Ich hoffe, vielleicht kann ich auch tatsächlich. Kann ich auch. Mauerknoten? Ja! Ich hab's gerade gehofft. Ich kann Mauerknoten bauen, Leute. Ich kann mich da verbarrikadieren quasi. Das ist ja geil. Das heißt, ich brauche aber da. Ich brauche da eine Festung. Lass die Trolle nicht sehen, was hier herumsteht.
Da auch. Wieso sind da Gegner? Jetzt nicht mehr. So, ihr bleibt dann dabei da. Eins da und eins da. Was gehen wir daher? Der baut die Festung. Schaut mal auch die Spuren. Das ist ja geil. Ey. Das ist zu nah. Zu nah, zu nah. Eindeutig. Bisschen defensiver. So, wir bauen da jetzt die Festung aus. Das kann man ja mal machen. Da haben wir auch bald die Festung. Das Katapult stellen wir auch daher. Das auch. Und da kann man ja nicht drüber, oder? Nee. Sehr gut. Geht's mal daher? Das dauert ein bisschen. So, was haben wir da? Das ist schon cool gemacht. Was ist denn die Aufgabe? Sonst nix. Okay. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Das machen wir schon. Macht's mal die Festung. Dann schauen wir mal. Ich kann halt leider noch nichts bauen, ne? Das ist ein bisschen Käse. Schreckt mich nicht so. Ey! Zu laut! Weil die attackieren uns, glaube ich, eh nicht. Ich meine, ich spiele zwar ja auf Mittel. Die werden da schon ein bisschen stärker sein. Ah, fertig. So, wir können uns da jetzt auch ausbreiten. Arbeitet für die Eisenkrone! Mach mal Bauarbeiter. Also Baumeister. Denn, das ist schlauer. Jetzt breiten wir uns halt. Jetzt machen wir so viele Dinge. Also ihr wisst, was ich meine. Und weil, dann können wir sich da ordentlich ausbreiten. Macht das auch. Ja, das dauert jetzt ein wenig. Ja, ja. Komm daher. Kommt 2,50. Sehr schön. 100. Arbeitet für die Eisen. Lass die Krone nicht sehen, dass ihr hier umsteht. Wer soll nicht sehen? Baut es stark an die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Nein, tust du nicht. Unschuldig. Hier wartet Arbeit auf euch, so. Ihr faulen Maden. Oh, wir haben schon wieder so viel. Unser neues Gebäude ist bereit. Perfekt, die trauen sich da eh nicht her. Bitte. Die trauen sich ja da eh nicht her. Die haben eh zu viel Angst, würde ich jetzt behaupten. Zurück an die Arbeit. Ihr werdet geknechtet. 100. Arbeitet, oder ihr werdet geknechtet. Kann man da noch einen reinzwirbeln? Nee. Unser neues Gebäude ist bereit. Da bauen wir noch einen rein. An die Arbeit, oder ihr werft euch den Welfen vor. Baut da halt noch einen her. Dass es ein bisschen weniger ist, ist es ja wurscht. Da geht noch einer her. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Ich glaube, jetzt haben wir es. Das Gebäude ist fertig. Jetzt haben wir uns da komplett überall ausgebreitet, wie ihr sehen könnt. Da geht sie noch einer aus. So, dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt Mauerknoten. Wir sind hier fertig. Einmal da. Zurück an die Arbeit. 120. Dann einmal da. Unser neues Gebäude ist bereit. Lass die Krone nicht sehen, dass ihr herumsteht.
einmal da. Dann wieder auf die andere Seite. Die haben das zerstört! Ja, zurückziehen, Rückzug! Die Truppen auch nicht mehr. Schlecht. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Eher schlecht. Zieht euch zurück. Verstehe nicht, warum die immer nach vorne gehen. Warum muss man so doof sein? Möchten wir das da mal anschauen? Holy. Einfach mal ein bisschen Beschäftigungstherapie machen. Hallo. Zurück! Dieses Land wird leiden. Auf in die Schlacht! Eine Stunde ist gekommen. Ich blute! Was? Es ist zu nah! Wer schießt denn das Ganze ab da? Sie greifen wieder an für die Eisenkrone. Die Mühle produziert mehr Mehl. Der hat aber einen fetten Radius. Das ist gemein. So, mach mal so. Was ist, wenn ich... Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Angmar muss... Das nervt. Meine Stunde ist gekommen. Das mit dem Ding nervt. Mit dem Katapult da. Das ist ja so nervig. Geh mal her da. Zeig mir das mal. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Die Eisgeschosse sind jetzt kalt genug. Schieß du mal auf das da. Das Ende. Komm jetzt nochmal davor. Ist nah. Nein! Doch noch nicht. Obwohl, muss ich. Ich kann nichts anderes machen. So. Sie sind wie Korn. Aufs Katapult gehen. Das Haus der Wehkage ist fertig. Aufs Katapult, komm. So, daher. Danke. Erstes Ding fertig. Aufs andere Katapult. Komm, ihr müsst aufs Katapult gehen. Zack. Was passiert denn da eigentlich jetzt? Es gibt keine Hoffnung. Ah, sie attackieren sie eh. Okay. Sehr gut. Kann ich die dann schon einnehmen? Es wird fallen. Ah, da ist noch ein Katapult. Kein Mann widersteht meiner Klinge. Wir dienen der Eis. Meine Kraft schwindet. Holy moly. Sehr gut. So, zurückziehen. Zurückziehen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Hier wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Ja, zurückziehen. Kann ich da...
Das ist ernsthaft jetzt? Ich kann da kein Ding durchbauen. Willst du mich ärgern? Das gibt's ja gar nicht. Angmar muss das Lager des Feindes entdeckt. Ja. Die Mühlen werden angegriffen. Arbeit auf in die Schachtkrone. Das reißt mir weg da. So. Bau das mal. Wir machen. Was haben wir da? Mauerknoten. Nee. Oh oh. Wir werden angegriffen. Das Blutvergießen hat begonnen. Das ist schlecht. Schneller! Waldläufer bereit. Wieso attackieren die mich so? Das ist schlecht, Leute. Unser Baumeister wurde erschlagen. Ja. Die Mauern sind endlich eisbedeckt. Ich sehe es. Der Feind ist in unserem Lager. So. Die Truppen. Der Brigant ist zurück. Mach das mal. Ich warte auf die Befehle des Hexen. So, jetzt gehen wir mal auf alle des Königs. Dass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Troll- und Wolfsgrube. Dunkelstahlschmiede. Ich baue das aber irgendwo in die Nähe. Dass ich es auch wiederfinde. Arbeitet für die Eisenkrone. Winters Zorn. Die Schlacht hat begonnen. Schießt das einmal. Schießt das mal da rein. Ich möchte jetzt mal wissen. Wir werden angegriffen. Was ist dann passiert? Gar nichts. Die Mühle produziert mehr Mehl. Ist da Gegner kommen? So, du schießt es dann jetzt bitte da drauf, weil. Okay, das geht sich schon aus. Wir haben das, wir haben das, wir haben die Mauer. Genau, da mach ein Tor rein. Ein großes. Macht er das schon? Ja. Und da vielleicht einen Turm. Cool. Das wird mal auf, das wird auch auf. Kampfturm. Ein Turm. Was ist denn das da? Das sind eh die Türme, oder? So, jetzt verbinde das. Schau, es geht nicht. Das ist ja dumm. Die Halle des Königs ist größer denn je. Die neue Verbesserung ist bereit. Boah, ich das halt mal so. Vielleicht kann ich ja da dann noch durch. Sehr cool. Wir haben noch einen übrig. Kannst gleich weiterbauen. Du kannst gleich die Troll- und Kampftruhe bauen. Grube. Arbeitet für die Eisenkrone. Festungsabkühl, wir haben schon alles gekauft. Zack, zack. Zack. Bannerträger. Sehr schön. Turmerweiterung. Turmbauen. Und da ein großes Tor muss. Das muss ja gehen. Dann müssen wir ein Seitentor reinbauen. Dann Turm.
In unserem neuen Pferch sind Trolle und Wölfe. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Sehr schön. Wir können jetzt Stahl als Dass wir haben so viel Geld, Leute. Schaut mal, wie sich das ausgezahlt hat. Ich sag's euch ja. Es hat sich mega mäßig gut ausgezahlt. Die Mühle produziert mehr Mehl. So, wie schauen wir denn da jetzt eigentlich aus? Gib mir mal das Katapult her. Ich möchte das jetzt mal probieren und testen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Turm bauen. Das heißt, die dürften dann da nicht mehr durchkommen. Theoretisch. Weil dann machen wir da vielleicht noch. Aber witzig, dass das geht. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich komme da wahrscheinlich nicht durch, nehme ich jetzt mal an. Was? Ah, schau, gehen schon zurück. Der Feind ist nicht weit. Unser neues Gebäude ist bereit. Die Mühle produziert mehr Mehl. Okay. Der Feind greift unsere Truppen an. Was? Das Gebäude ist fertig. Hallo? Zur Hölle? Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Das ist ja totaler Quatsch. Wort für den Hexenkönig. Also, ich weiß nicht. Das Blutvergießen hat begonnen. Dann bauen wir es halt noch einmal. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Also. Der Feind ist hier. Greift die Mauern ein. Ja, Borgscheid. Sie greifen wieder an. Ihr könnt's mir ja eh nix. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Einmal. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Zweimal. Turm. Das ist so geil. Dass die da durchklitschen. Schon witzig. Bart für den Hexenkönig. Gebt ihm den Rest. Machen wir das halt so. Ich will das zuhaben. Ich will nicht, dass sie da durchgehen. Wisst ihr? Kann doch nicht sein. Aber ja, anscheinend geht das doch einfach so. Arbeitet oder ihr werdet geknechtet. Geknechtet wird da mal niemand. Denn was soll denn das? Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Unser neues Gebäude ist für Eisenkrone. Also ich glaube, Geld am Geld schadet uns nicht und fehlt uns nicht. So, jetzt lass mal gucken. Wir können Axtschleuderer, Wolfsreiter, Speerschleuderer und Krieger. Ich hätte gern sowas. So hätte ich das gern. Keine Widerrede, ihr Würmer. Hört mir zu, ihr Mann. Wir haben unsere Befehle. Habe ich noch einen? Soll ich unserem Banner unterstellen? Ja. Diese Barbaren wissen ihre Äxte zu schlagen. Vorwärts, ihr Faulpelze. So. Keine Widerrede, ihr Würmer. Und die kann ich halt nicht erweitern, ne? Aber die schon. Unser neues Gebäude ist bereit. Hügeltrolle. Unser neues Gebäude ist erheben sich. Nein, falsche Richtung. Ja. Wo ist eigentlich der Hexenmeister? Wo ist er denn? Alle werden sie vor der Eisenkrone knien. Komm mit.
Unser neues Gebäude ist fertig. Ich bin der Erste. Ja, du kommst auch mit. Legionen, marschiert! Das Ende des Westens. So, wie schaut man da aus? Wir haben den Feind gesehen. Ich bin der Erbe des Dunklen. Oh, oh. Buster, nimm das. Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Und schießt da drauf. Die Dunkelheit wird siegen. Achtung! So! Da sind wir! Die Truppen werden angegriffen! Attackieren? So, wir haben das erste gleich mal, glaube ich, eingenommen. Das sollte uns keine Probleme mehr bereiten. Zerstört es! Ja, easy. Wie kosten Katapulte eigentlich? 30. Dass wir da vielleicht doch ein paar machen. So, ihr helft denen bitte. Dann geh mal her. Es geht sie nicht aus, okay. Ich kenne die Hügel, das Blut vergießt der Begabung. So, fertig. Ja. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. Den ersten Teil haben wir gleich. Sehr schön. Ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber ich meine, jetzt geht's natürlich, weil wir auch genug haben. Aber davor war es gar nicht so einfach. Wo sind denn jetzt meine... Der Feind greift unsere Truppen an. Das kannst spawnen. So. Das Banner des Hexenkönigs ist bereit. Geht's daher? Keine Widerrede hier, Doma. Dazu, da rein. Stolz trage ich das Banner des Hexenkönigs. Attackieren. Ihr macht, was euch gesagt wird. Da, der Feind alles nieder. Schnell das. Boah, die bauen ein neues. Die bauen ein neues. Ich bringe euch die neuen Klingen. Die Schlacht hat begonnen. Bauen ein neues. Ja, das bringt euch nicht viel, ne? Noch ein Katapult. Das will ich auch hoffen. So, wir haben das gebaut. Ich trage das Banner von Angmar. Lass keine denn kommen. Das attackiert's mir auch bitte. Die Truppen werden angegriffen. So, ihr macht's einmal. Geht's einmal daher. Na, geht's da zurück, wartet's da. Angmar muss erstarken. Ja, könnt's eh nix machen. Geh mal da rein. Der Feind ist zurückgekehrt. Nein, ihr sollt's nicht. Ich werde mich rächen. Attackier den Turm! Das Blutvergießen hat begonnen. Haben die jetzt schon Ding gebaut? Anscheinend. Was ist jetzt? Menschen des nördlichen Königreichs, heute werden wir die Emporkömmlinge aus Angmar zerschmettern und den Dunedain Ehre machen. In den Kampf und zum Sieg! Was? Warum? Warum jetzt ein Special-Ding oder irgendwas? Unser Baumeister ist in Gefahr. Unser Baumeister wurde erschlagen. König Argeleb von Arthedain ist den Menschen Anors zur Hilfe geeilt. Das habe ich mir fast gedacht. Mögen die Raben sein Fleisch fressen. Dass da wieder irgendwas kommt. Hey. So, wir sind jetzt bei 1056. So, das ist einmal zerstört. Jetzt würde ich sagen, hier geht's zurück schnell.
zumachen. Ihr wartet da. Macht nix. Ich hole zurück. Ich hole dich zurück. Ich diene jetzt dem Hexenkönig. Das ist richtig. Jeder dient mir. Nein, die möchte ich nicht. Mach mal jeweils drei. So. Da die Kaserne. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Wer ist denn er? Ah, schaut's mal, wie die da gegen meine Festung ankommen wollen. Ist das nicht geil? Das habe ich schon gut gemacht. Wir haben König erschlagen. Jawohl! So weit reingehen. Dann attackieren wir das hier. Das attackieren wir. Wieso wird es nicht mehr? So, wir attackieren die Leute da, die restlichen. Haben wir noch einen Turm? Und haben wir jetzt da nicht schon mehr Leute rausbekommen? Oh ja, die bauen eh noch. Okay. Sie werden untergehen. Auf in die Schlacht. Was? Vernichtet dieses Pack. Machen wir die Mauer da kaputt, den schönen See. Die sind eh schon vernichtet quasi. So, die können nichts mehr machen. Ich warte halt jetzt doch trotzdem, bis ich... Ich glaube, dass das schon Sinn ergibt. Der Hexenkönig ist zurückgekehrt. Das Banner des Hexenkönigs ist bereit. Dann können wir das noch zerstören da drüben. Und dann haben wir es gleich, Leute. Aber sowas von. Jetzt bin ich voll. Okay. Mach halt noch sowas. Zerstört es. Warte mal, wir speichern zuerst. Nicht, dass irgendwas ist damit. Ist schon wichtig. Speichern, speichern. Na komm. Ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Okay. Die Truppen werden angegriffen. Wir haben es gleich. Die Armee des Hexenkönigs hat gesiegt. Der Hexenkönig hat gesiegt. Das sind Vorräte. Ja, wer will mich noch aufhalten? Niemand. Sehr nice. Noch alles aufgerüstet und cool. König Argeleb ist gefallen. Und mit seinem Stolz findet auch seine Hoffnung auf ein vereintes Arnor in den Ruinen Rodors ein schmähliches Ende. Während Valdar im Namen der Eisenkrone seinen Platz einnimmt, warten auf Argelebs Volk schon die Zuchtmeister des Hexenkönigs. Doch trotz ihrer Wunden ist die Macht der Dúnedain ungebrochen. Noch immer werden die Wetterberge und der Turm von Amon Sul ein Bollwerk, das Fornost und das Herz Arnors vor den Horden Angmars schützt. Ich muss ja sagen, der Erzähler davon, der hat eine richtig coole Stimme, muss man schon sagen. Also richtig cool. Passt perfekt zu dem Spiel. Na gut, Leute, das war's mit der Folge. Ich verlinke euch oben im Video die andere Folge von Herr der Ringe Schlachten mit der Mittelerde 2 Aufstieg des Hexenkönigs. Den Anfang, schaut's da gerne rein, unterstützt mich weiter, lasst gerne einen Daumen nach oben da, bewertet gerne das Video.
Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Spielerado. Ciao.